It's nice to be important, but it's more important to be nice. Hi Leute, mein Name ist Kevin Helfenstein und in diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du deinen idealen Shopnamen bzw. Markennamen findest. Wenn du dir dieses Video gerade anschaust, dann wirst du wahrscheinlich im Schaukelstuhl sitzen und merken, dass du zwar beschäftigt bist, aber irgendwie nicht vorankommst. Und mein Ziel in diesem Video ist es, dass ich dir ein wenig helfe, dir aus dem Schaukelstuhl heraushelfe und dich jetzt dazu inspiriere, einen sehr, sehr schönen Shopnamen bzw. Markennamen zu suchen. Dein Marken- bzw. Shopname ist wirklich sehr, sehr wichtig. Er steht für deinen Slogan und steht für deine Produkte. Deswegen solltest du bei der Wahl und auf den Klang deinen Shop bzw. Markennamen sehr, sehr gut achten. Auch bei Marken- bzw. Shopnamen gibt es einige Unterschiede. Und zwar unterscheiden wir hier auch wieder in Kategorien. Stell dir einfach mal vor, du willst jetzt, sage ich mal, Küchengeräte bei einem Shop kaufen, der Pedigree heißt. Als Mensch klingt das erstmal komplett irre. Also wenn wir jetzt Küchengeräte auf einem Shop kaufen sollen, der Pedigree heißt, da lehnen wir erstmal ab. Denn wenn wir den Namen Pedigree hören, dann verbinden wir diesen Namen sofort mit Haustieren. Genau andersrum funktioniert das natürlich auch. Wir können keine Haustiersachen auf einem Shop kaufen, der Küchen24 oder ähnliches heißt. Deswegen solltest du darauf achten, wie du deinen Shop bzw. Markennamen gerne nennen möchtest am Ende dieses Videos. Ich kann dir in diesem Video jetzt keine genaue Vorlage nennen, wie dein Shop klingen soll, wie er heißen soll oder wie das Logo aussehen soll. Ich kann dir hier in diesem Video wesentlich nur einige Impressionen und die ersten Eindrücke geben, wie du deinen Shop bzw. Markennamen eventuell nennen könntest. Deswegen möchte ich dich dazu heute mal ein wenig inspirieren. Wenn du den Film The Founder geschaut hast, dann wirst du bereits merken, wie wirklich wichtig es ist, wie dein Shopname klingt und wie er aufgebaut ist. Ich habe mir selber dazu eine Strategie entwickelt und diese Strategie heißt quasi: Erfinde das Rad nicht neu. Der Spruch kommt zwar nicht von mir, aber diese Strategie, die dahinter steckt, die habe ich so ein bisschen für mich entdeckt und ich finde, dass man mit dieser Strategie sehr, sehr gut arbeiten kann. Zunächst einmal solltest du dir bewusst machen, in was für einer Nische du gerne arbeiten möchtest. Wenn du deine Nische bzw. dein Produkt gefunden hast, dann ist es jetzt deine Aufgabe, dich inspirieren zu lassen. Dazu kannst du am Anfang erstmal auf andere Webseiten gehen, die die gleiche Verbindung mit deinen Produkten haben. Du kannst dann auf der Webseite erstmal schauen, wie ist die Website allgemein aufgebaut, woraus besteht der Name und wie sieht das Logo aus. Wichtig ist, du solltest dich von der Webseite wesentlich nur inspirieren lassen und nichts kopieren, sondern nur auf Ideen dadurch kommen. Wenn du die ersten Eindrücke gesammelt hast, dann kommt jetzt meine Strategie, die mich wirklich schon sehr, sehr oft aus irgendwelchen Lücken wieder herausgeholt hat. Diese Strategie dauert in der Regel 1,5 Stunden und ich bitte dich auch, das wirklich 1,5 Stunden durchzuziehen und dir wirklich Zeit dabei zu lassen. Du brauchst für diese Strategie einen Stift, 2 DIN A4 Seiten und eine Eieruhr. Du gehst jetzt in einen Raum rein, der frei von elektronischen Geräten ist. Das heißt, du nimmst keinen Laptop mit, du nimmst kein Handy mit und du lässt alles raus aus dem Raum, was dich auf irgendeine Art und Weise ablenken könnte. Wenn du noch zu Hause wohnst oder irgendwie Haustiere hast, dann sorge bitte dafür, dass die dich jetzt in der nächsten Stunde komplett alleine lassen, sodass du komplett für dich sein kannst. Was du jetzt machst, ist, du stellst die Eieruhr auf 15 Minuten. In diesen 15 Minuten setzt du dich jetzt auf einen Stuhl vor deinen Schreibtisch und schließt für 15 Minuten lang die Augen, um erstmal in die Konzentration reinzukommen. In diesen 15 Minuten denkst du nur an dein Produkt, nur an deine Nische und nur daran, wie du deine Marke nennen könntest. Du schreibst dir jetzt nichts auf, sondern du lässt die Augen für 15 Minuten komplett geschlossen und schaust einfach, was passiert. Nach den ersten 10 Minuten wirst du merken, dass du so langsam ins Denken reinkommst. Jetzt irgendwann sollte deine Eieruhr klingeln und du wirst merken, dass du ein bisschen mehr in den Konzentrationsmodus gekommen bist. Wir haben die ersten 15 Minuten jetzt dafür genutzt, dass du ein bisschen in den Konzentrationsmodus reinkommst und dass du dich etwas besser fokussieren kannst, sodass du nachher in den Tunnel reinkommst, den wir erwarten möchten. Jetzt kommt die nächste Aufgabe und die wird sein, dass du jetzt innerhalb der nächsten 45 Minuten, das heißt jetzt, du stellst deine Eieruhr auf 45 Minuten, damit du jetzt Folgendes durchführen kannst. Du nimmst jetzt deinen Stift und schreibst dir alles auf, was dir einfällt, auf dein Blatt Papier. Wenn du eine Nische hast über Kaffeebohnen, aber dir fällt gerade nichts ein, sondern dir kommt gerade irgendwie immer wieder der Gedanke, dass du jetzt unbedingt das neue Auto haben willst oder unbedingt das neue Fahrrad haben willst, dann schreib das auf. Befreie dich von diesem Gedanken. Schreibe alles auf, was dir einfällt. Deine Freundin hat dich verlassen, schreib es auf. Dein Freund hat dich verlassen, schreib es auf. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass du alles aufschreibst, auch wenn es überhaupt keine Verbindung hat. Aber befreie dich von diesem Gedanken. Viele kennen das Gefühl zum Beispiel, wenn sie abends im Bett liegen,
aber irgendwie nicht einschlafen können, weil sie noch an irgendetwas denken. Schreibe diesen Gedanken dann einfach mal auf und schaue, was passiert. Du wirst merken, dass du in den nächsten 15 Minuten auf einmal einschlafen kannst, weil du dich von diesem Gedanken dadurch befreist. Deswegen schreibe jetzt in den nächsten 45 Minuten wirklich alles auf, was dir einfällt, auch wenn es nicht zum Thema passt. Nach diesen 45 Minuten wird jetzt deine Eieruhr klingeln und du wirst merken, dass du verdammt viele Wörter aufgeschrieben hast. Du wirst auch merken, dass du plötzlich nach den nächsten 15 Minuten total im Tunnel gewesen bist und dir so viele Gedanken in den Kopf gekommen sind, dass du einfach schreiben musstest, schreiben, schreiben, schreiben. Und du wirst jetzt auch feststellen, dass du 80% der Wörter, die du auf deiner Liste hast, gar nicht brauchst. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Du nimmst jetzt einen schwarzen Stift und streichst diese Wörter einfach durch. Alle Wörter, die gar nichts mit deiner Nische zu tun haben, wie Fahrräder, Autos oder sonstiges, die streichst du durch. Gefühle, alles durchstreichen. Was dir überhaupt nicht dazu gefällt oder was überhaupt nicht passen kann, das streichst du einfach durch. Du wirst jetzt merken, dass du ungefähr noch 20% deiner Wörter über hast. Mit diesen 20% machst du jetzt Folgendes. Du gehst auf die Seite synonyme.voxicon.de, den Link, den schicke ich dir mal in die Beschreibung rein. Und da kannst du jetzt ein paar passende Synonyme zu deinen Wörtern finden. Wenn du beispielsweise das Wort Buch auf deiner Liste geschrieben hast, dann wirst du wahrscheinlich auf deiner Liste noch mehrere Wörter zu dem Wort Buch geschrieben haben. Als Beispiel mal Notiz oder Foliant. Du wirst verschiedene Wörter auf deiner Liste haben. Jetzt kannst du mit dem Tool, was ich dir gerade gesagt habe, diese Wörter einfach mal einzeln eingeben. Und du wirst plötzlich 50 bis 150 mehrere Wörter zu diesem Thema finden. Dabei wirst du auch feststellen können, dass du einige Wörter auf deiner Liste wieder streichen kannst, weil du diese Wörter bereits gefunden hast. Jetzt schreibst du dir alle Wörter, die du neu entdeckt hast, beziehungsweise die dir gefallen oder die Sinn ergeben, die schreibst jetzt wieder auf deinen Zettel drauf. Zum Beispiel würde dir zu Buch passen Band. Also Band ist ja auch quasi eine Form vom Buch. Deswegen schreibe ich das mal auf, Band. Nachdem du jetzt all deine Wörter, die du vorher aufgeschrieben hattest, einmal durch dieses Tool gehauen hast, wirst du wieder eine ganz, ganz große Liste haben. Du wirst jetzt verschiedene Wörter haben. Du wirst Nomen haben, du wirst Verben haben, du wirst alles haben. Und was du jetzt machst, ist zum Beispiel, du versuchst diese Wörter irgendwie miteinander zu kombinieren. In meinem Falle möchte ich jetzt als Beispiel mal nur das Wort Lederbuch, also ich möchte Lederbücher verkaufen, quasi Ledernotizblöcke oder generell Lederbücher, Ledertagebücher, irgendwie sowas. Und jetzt schaue ich einfach mal nach auf meiner Liste von den Wörtern, die ich mir alle aufgeschrieben hatte, welches Wort könnte denn jetzt mit Leder zusammenpassen. Und jetzt würde ich schon merken, dass Ledernotiz in meinem Falle überhaupt keinen Sinn ergibt. Lederfoliant würde Sinn ergeben, klingt aber scheiße. Lederbuch klingt mir persönlich zu schlicht, klingt deshalb auch doof. Und deswegen bleibt mir jetzt ein Wort über, und zwar Lederband. Und Lederband kann man jetzt verbinden mit mehreren Sachen. Einmal als Lederarmband oder auch als Lederbuch. Mir persönlich gefällt das Wort jetzt in diesem Zusammenhang sehr gut und deswegen entscheide ich mich in diesem Beispiel jetzt mal für das Wort Lederband. Wenn du jetzt dein passendes Wort gefunden hast, beziehungsweise deinen passenden Zusammenhang, dann kannst du auf folgende Internetseite gehen. Und zwar heißt die Seite Naminum. Naminum.com. Und da wirst du einfach mal dein eben gefundenes Wort, in diesem Falle Lederband, eingeben und wirst dann Folgendes feststellen. Dieses Tool hat sich darauf spezialisiert, deinen Namen einen besseren klingenden Namen zu geben. Das heißt, dieses Tool verbindet jetzt einfach deinen Namen mit noch anderen Buchstaben von A bis Z. Da sind wirklich sehr, sehr coole Beispiele bei, die auch im Deutschen passen, sowie auch im Englischen. Du wirst jetzt mehrere 200 verschiedene Wörter bekommen. Die kannst du jetzt alle erstmal systematisch durchgehen und kannst dir die am besten klingen, erstmal aufschreiben. Nachdem du dich jetzt nach langer Recherche für ein cooles Wort entschieden hast, in meinem Fall habe ich jetzt gerade selber auch mal eben nachgeguckt. Ich habe nämlich das Wort Lederbandara gefunden. Ja, passt nicht ganz hin. Lederbandara. Das heißt, ich habe das Wort Leder drinne, ich habe das Wort Band drinne und das Tool Naminum.com hat mir einfach nur ein ARA drangehangen. Das heißt, dass ich Bandara habe, Leder Bandara. Klingt für mich als Shopnamen bzw. Markennamen relativ cool und deswegen entscheide ich mich jetzt mal in diesem Beispiel für dieses Wort. Nach endlos langer Recherche hast du jetzt endlich dein Wort gefunden.
aber du hast den Vorgang noch nicht abgeschlossen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist nämlich, du musst erstens einmal gucken, ob dein Name überhaupt frei ist und zweitens, ob du diese Domain verwenden kannst. Damit wir schauen können, ob du deinen Namen verwenden kannst, empfehle ich dir folgende Internetseite und zwar das sogenannte DPMA-Register. Auf dem DPMA-Register bzw. auf der Seite vom DPMA-Register kannst du unter Markensuche deinen Namen eingeben, in dem Falle jetzt mal Lederbandara. Und dann wird dir das Tool bzw. die Internetseite DPMA sagen, ob du diesen Namen in Deutschland verwenden darfst oder ob er schon vergeben ist. Wenn jetzt ein rotes Feld kommt, wo dann steht, keine Treffer gefunden, dann hast du Glück, du darfst dein Wort Lederbandara in diesem Falle benutzen. Schritt 1 abgeschlossen. Kommen wir zum nächsten Schritt und zwar gucken, ob die passende Domain frei ist. Du kannst jetzt auf eine weitere Internetseite gehen, die heißt als Beispiel mal allinkel.com. Die Links schreibe ich dir in die Beschreibung rein, keine Sorge. Auf allinkel.com kannst du jetzt einmal checken, ob deine Domain frei ist. Die kannst du dann einfach ins Suchfeld eingeben und dann wird dir Step-by-Step angezeigt, welche Domain frei ist. .de, .com, .nl und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Domains. Und wenn du jetzt siehst, du hast das DPMA-Register bestanden und den All-Inkel-Check bestanden, das heißt, du darfst den Namen verwenden und die Domain ist auch noch frei, dann hast du schon mal deinen passenden Namen. Bist aber noch nicht ganz fertig. Denn bis jetzt klingt für dich ja nur der Name cool, aber du hast dir noch kein Feedback geholt. Deswegen der letzte und wichtigste Schritt, hole dir Feedback. Hole dir Feedback bei deinen Freunden, hole dir Feedback bei deiner Familie und hole dir Feedback bei deiner direkten Zielgruppe. Warum bei deiner Familie und bei deinen Freunden? Deine Familie sowie deine Freunde, die geben dir richtiges Feedback. Und eventuell könnten es potenzielle Käufer sein. Das heißt, potenzielle Leute, die an deinem Produkt bzw. an diesem Produkt interessiert sind. Und die können dir genau sagen, ob die etwas mit dem Namen in Verbindung bringen können oder nicht. Du kannst auch in Facebook-Gruppen gehen und einfach mal den Namen reinschreiben und sagen, was sie dazu halten. Dann wirst du Feedback von außen bekommen, von völlig fremden Leuten. Und die werden dir auch sagen, ist okay oder ist nicht okay. Und zu guter Schluss ist es nochmal wichtig, dass du selber mit dem Namen zufrieden bist. Wenn du selber nicht mit deinem Namen zufrieden bist, dann passt der Name nicht. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen helfen, auf dem Weg deinen eigenen Namen zu finden. Wenn du wirklich diese Schritte Step by Step verfolgst, dann wirst du wirklich merken, dass es relativ einfach ist und simpel ist, einen Namen zu finden. Es braucht aber schon ein bisschen Gedankenkraft, sage ich mal, damit du deinen Namen wirklich finden kannst. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg bei deinem Shopaufbau. Und wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei deiner Markensuche bzw. bei deinem Shopnamensuche. Wir sehen uns im nächsten Video und lass ein Abo da, wenn es dir gefallen hat.